Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Figuren-Review von Transformers Nemesis Prime. Leider ohne Verpackung, ich habe ihn günstig bei eBay geschossen, war wirklich ein sehr günstiges Angebot, hat keiner drauf geboten und ja, hat mich nur 1 Euro gekostet, man mag es kaum glauben. So viel Glück muss man mal haben. Allerdings ist diese Figur mittlerweile fast gar nicht mehr zu haben und wenn nur für überteuerte Preise. Deswegen bin ich sehr glücklich. Ich versuche mir auch demnächst das Upgrade-Kit zu holen mit dem Anhänger. Ist aber leider auch sehr schwer zu bekommen. Aber mal gucken. Vielleicht kann ich euch damit dann demnächst auch beglücken. So, zeigen wir es euch mal. Diese Figur. Ein sehr schöner Semi-Truck. Gefällt mir. Man kann kaum erahnen, dass sich daraus ein Roboter zusammenbauen lässt. Von unten, man sieht auch so gut wie keine Komponenten, zwar das Stück Schenkel quasi oberhalb des Knies, allerdings sonst sieht man nichts. Toll, gefällt mir. Ja, die Waffe von ihm, genauso wie bei der Optimus Prime Version von der Classic Line, lässt sich spalten und quasi als Schornstein hinten anbringen. Und die andere Waffe sitzt hier oben. Die Details sind sehr schön an der Figur. Große Decepticon-Logo. Schwarz mit einem schönen Silberdeko. Dann, ja, Mintfarben. Das Plastik. Ich muss ihn nur ein bisschen abstauben. Er hat halt hier noch ein bisschen Staub. Keine Ahnung. Der Vorbesitzer hat die irgendwie nicht so wirklich gut gepflegt. Aber das kriege ich schon hin. Ja, vorne schöne blaue durchsichtige Fenster. Man sieht da drin auch die Sitze quasi angedeutet. Das Lenkrad hier unten. Einfach viel Liebe zum Detail. Der Kühlergrill ist in der gleichen Farbe wie die Stoßstange in einem ganz schlichten grauen Plastik. Ja, kommen wir mal zur Transformation. Transformation ist ganz simpel. Dazu nehmen wir einmal die Waffen ab. Oben die Waffen noch ab. Achso, man kann sie auch zur Seite klappen. So. Ist ja immer noch sehr schön als Truck, selbst wenn das Teil abnimmt. So, also fangen wir an. Am Anfang einmal die Seite wegklappen. Über die Räder klappen, dass man die Räder quasi so kaum noch sieht. Dann einmal die Beine runterklappen. Das lässt sich quasi genauso verwandeln wie damals der klassische G1 Optimus Prime. Dann einmal die Kniepartien hoch. Die Beine so auseinander. So. Sehr schöne metallic-grüne Verzierung am Torso und an den Armen vorhanden. So, jetzt einmal dieses Teil runterklappen. Dann so hochklappen. Dann einmal den Kopf rausklappen. Den Kopf können wir einmal rumdrehen schon. Jetzt einmal wieder das zusammenklappen. So. Hier oben das einmal rum. Das dann einmal so rum und so. Das sind 3 Gelenke. 1, 2 und hier vorne. So. Dann hier vorne. Das schwarze Plastik mit den Frontleuchten einmal seitlich wegklappen. Dann einmal die Arme schräg hoch, dass man sie auch zur Seite drehen kann. So. Dann die Hände rausklappen. Die Schultern nach vorne klappen. Ebenso. Die Arme nach vorne, dass sie in einer geraden Position sind. So, und effektiv gesehen steht er jetzt so. Quasi. Jetzt drehen wir einmal, wir halten das hier unten fest, drehen den Oberkörper einmal rum,
Ich halte ihn deswegen fest, weil das Teil unten kommt auch noch drehen. Das heißt, es sind 1, 2, 3 Teile. So, dann hier unten die Räder einmal hochklappen. So, man kann das hier auch noch wippen. Wozu dieses Gelenk ist, allerdings kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber es ist vorhanden. So, dann die Frontschultern nach vorne zeigen lassen. Hier vorne auch sehr schön die Details. Gut, das Loch oben ist leider ziemlich unpassend, aber ja, es ist vorhanden. Trotzdem mit Decepticon-Symbol. Der Kopf mit seinen blau leuchtenden Augen. Ich muss allerdings dazu sagen, diese Figur hat hinten dieses durchsichtige Plastik, mit dem quasi die Augen zu leuchten beginnen. Allerdings, das sage ich gerade mal, sind die Augen bemalt mit einer roten Farbe. Das heißt, sie glänzen quasi in der Umrandung nur blau. Wie gesagt, der Kopf sehr geil gehalten. Erinnert mich sehr stark an den G2 Optimus Prime. So, kommen wir mal zurück zur Verwandlung. Wie gesagt, die Arme, das heißt, die Fäuste sind rausgeklappt. Waren ja vorher so reingeklappt. Jetzt einmal Nummer 1 rumklappen und Nummer 2 rumklappen. Den Arm runterklappen und einmal zur Seite, dass das Grüne vorne ist. Das einmal nach oben klappen, beziehungsweise nach hinten, kann man auch, aber ich mache es immer so, sieht halt besser aus. Dann, wie gesagt, hier das gleiche noch einmal. Nummer 1, Nummer 2, hochklappen, fertig. So, die Beine splitten und schon habt ihr Nemesis Prime in seinem Robotermodus. Sehr schön gehalten, sehr viele Details. Der Frontgrill, der quasi angedeutet wird aus dem Fahrzeugmodus, oben die Frontscheiben. Unten der Grill hier angedeutet, der die Stoßstange, die Details in der Hüfte mit den Lampen, hier pneumatische Stangen in den Beinen. Die Details natürlich auch in den Knien sind sehr schön, Pneumatik überall dargestellt. Die Kühler sind in Silber gehalten, die Füße sind nicht ganz schlicht. Ja, die Hände. An sich sind die Fäuste sehr schlicht gehalten und teilweise ein bisschen unförmig. Hat aber was damit zu tun, das hier ist der Daumen. Hier unten sind die Hände quasi wie so eine Faust so zusammengemacht. Ist aber allerdings nur schlecht angedeutet. Man sieht es aber, wenn man die Faust zur Seite dreht, genauer. So. Ja, wie gesagt, sehr schön gemacht. Die Figur an sich ist auch sehr schön gestaltet. Das Backpack ist im Robotermodus auch gut umgesetzt. Man sieht es dann hier nochmal. Ist echt gut gemacht. Hier vorne sind auch so kleine angedeutete Kanister, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es vielleicht doch ein Raketen sein soll, eines Jetpacks. Die Waffe, die vorher noch im Dachmodus ist, kann man, hier unten ist ein Pack, auch hier oben am Rücken befestigen. So, dann ist sie quasi hinten dran. Nein, sie ist nicht rückenlastig, die Figur. Sie steht echt gut. Ist halt unten den hinteren Fußpartien zu verdanken, dass sie wirklich echt sehr stabil steht. Ja, und dann haben wir noch die Abgasrohre quasi hinten. Die kann man einmal so, entweder so verwandeln,
Es ist halt ein ganz normales Gewehr. Oder man hat noch die Möglichkeit, hier innen drinne sind kleine Gelenke nochmal. Klappt man einmal aus. Klappt man zweimal aus. Klappt sie zusammen. Und schon sieht sie ein bisschen stabiler und größer aus. Ich muss sagen, für mich sieht das eher aus wie ein Zielsuchgewehrteil, eine Komponente eines Zielfernrohrs. Die hätte ich lieber hier oben drauf gesehen. Aber nun gut, sie ist halt dort angebracht. Man kann natürlich, wenn man will, jetzt auch wieder zusammenklappen. Aber ja, so. Die Waffe lässt sich ganz normal in die Hand geben. So. Was natürlich auch in der Hand einfach nur geil aussieht. Zwei Läufen. Schön gestaltet auf jeden Fall. So, und die andere Waffe kann man abnehmen. Ah, nee, bevor ich sie abnehme. Ich zeige es euch mal. Man kann die einmal rumdrehen. Leicht. Ich nehme sie einfach davon mal ab. Man kann sie aufklappen. So. So hat man jetzt erstmal die ganz normale Waffe. Man kann sie jetzt aber auch so daran befestigen, als wenn er quasi wie so eine Art, ja, Waffenmodul hinten drauf hat. Auch finde ich sehr interessant gehalten. Man kann sie auch zur Seite drehen, dass sie quasi direkt an der Schulter vorbei zeigt, die Waffe. Ist auch möglich. Aber es sind natürlich nur inoffizielle Ideen. Die sind natürlich nicht offiziell so gewollt von Hasbro. So, die Waffe, wie gesagt, könnt ihr eben auch in die Hand geben. Ja, und schon steht er da in seiner vollen Pracht mit der vollen Bewaffnung. Eine Figur, wie man sie einfach nur lieben muss. Es gibt wenig Figuren von der Classic Line, die wirklich gut sind, auch von der Verarbeitung her, aber diese Figur ist einfach nur der Burner. Es ist ein Optimus Prime, wie ich ihn wirklich mir liebe. Ich wollte mir auch den normalen Optimus Prime noch holen, der Classic Line. Ich habe ihn leider nie bekommen. Ich werde es allerdings noch versuchen, denn es ist ein Must-Have in jeder Sammlung. Vor allem, weil es der erste Optimus Prime wirklich ist, der Classic-Version am getreuesten aussieht, wenn man jetzt nicht unbedingt die Master-Price-Figuren sieht. Transformation sehr einfach. Figuren vom Aussehen genial. Nach der Bewertung Robotermodus 10 Punkte, Fahrzeugmodus 10 Punkte, Bemalung 10 Punkte, Details 10 Punkte, Verwandlung 10 Punkte, alles in allem 10 Punkte. Einfach ein Prachtstück für jede Sammlung. Ich wünschte, ich hätte die Verpackung, leider habe ich sie nicht mehr. Mal gucken, vielleicht kriege ich irgendwann nochmal ein original verpacktes Modell. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ja, solltet ihr wieder, wie immer, Fragen haben, Kritiken, wie auch immer, einfach in die Kommentare posten und ich gehe drauf ein. So viel dazu, ich wünsche euch was, euer Rexfor.